Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Baden in einem Meer aus Gräsern. Das ist der Herbst im Garten. Von mir gibt es heute viele Tipps und Tricks, wie man diese Jahreszeit besonders genießen kann. Wir besuchen einen britisch inspirierten Garten in Judenburg in der Steiermark. Karl beschäftigt sich heute mit den wichtigsten Fakten zur Feige. Uschi präsentiert eine imposante Wildpflanze, die Königskerze. Und auf der Gartentullen wird's malerisch-biblisch. Unsere erste Station ist in der Steiermark. Wir besuchen in Judenburg den Garten von Peter Gall. Er hat sich dort einen Garten nach britischem Vorbild geschaffen. Mit Gartenräumen und Pflanzen, die vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst blühen. Wir haben den Garten im Sommer besucht. In diesem very British inspirierten Garten in der Steiermark blüht es das ganze Jahr. Der Apotheker Peter Gall hat sich seinen Traumgarten nach eigenem Rezept kreiert. Ich bin seit jeher auch beruflich bedingt mit Pflanzen sehr verbunden und ein Fan von England. Und mich haben die englischen Gärten immer fasziniert und da habe ich mir gedacht, ich werde mir etwas aufbauen, das optisch diesen Gärten nahe kommt. Die britische Handschrift in meinem Garten erkennt man daran, dass das unterteilte Räume sind, dass mit Ziegeln gemauerte Säulen sind, dass das Haus in einem Stil ist, wie es in England quasi immer wieder anzutreffen ist. Also das Gesamtarrangement versuche ich nach englischem Vorbild umzusetzen. Klare Begrenzungen, die neue Gartenräume eröffnen, dominieren hier nach britischem Vorbild. Ein Garten wächst, also den legt man nicht einfach nur an, sondern es kommen immer wieder neue Ideen, neue Einfälle und die werden dann irgendwann umgesetzt und so entsteht mit der Zeit ein Bild von einem Garten. Und zwar das reflektiert immer quasi das eigene persönliche Empfinden. Stilvoll, aufgeräumt und zum Verweilen einladend. Dieser Garten spiegelt die Persönlichkeit seines Schöpfers wider. Im Garten habe ich verschiedene Elemente eingebaut, sei es, dass ich einen Garten angelegt habe, wo mit Buchs begrenzt quasi Räume geschaffen wurden. Dann wurden Gehwege mit gemauerten Ziegelsäulen angelegt, sodass immer ein neues Entdecken von neuen Räumen im Garten als Erlebnis gibt. Also ich habe eine Lebensgefährtin, die heißt Erika. Und gemeinsam versuchen wir, unsere Aufgaben aufzuteilen. Sie ist mehr zuständig, dass das Gartenhaus und der Wintergarten richtig bewirtschaftet wird. Und ich konzentriere mich auf den Garten. Und gemeinsam haben wir Ideen und setzen das dann auch um und versuchen also so die Vielfalt des Gartens zu erweitern. Im Zentrum dieses Paradieses plätschert es sanft und elegant. Der Badeteich war für den begeisterten Hobbygärtner das wichtigste Element im Garten und wurde vor 20 Jahren als erstes umgesetzt. Der Teich beschreibt für mich eine Möglichkeit, die Gedanken laufen zu lassen, zu entspannen, das Wasser zu genießen. Deshalb habe ich auch Sprudelsteine installiert, die quasi das Wasser vom Klang her erleben lassen. Und rund um den Teich habe ich dann verschiedenste Pflanzen angesetzt, die zum Teich passen. Mit einer Uferzone, es sind Seerosen in nicht so tiefen Bereichen angesetzt worden. Im Teich direkt sind noch verschiedene Schwertlilien. Und vor allem haben wir einen sehr schönen Steg, wo man liegen kann, sitzen kann, wo man essen kann. Und ja, das hat sich dann sehr nett entwickelt. Und mittlerweile ist es ein sehr entspannendes Arrangement, wo man einfach die Seele baumeln lassen kann. Trotz aller Ordnung und britischer Geradlinigkeit gibt es in diesem Garten kein Farbkonzept. Mein Garten ist eine Vielfalt von Pflanzen, ob es die Hortensien sind, ob es die Ahorne sind in allen Farben, sei es in extrem hellen Grün, in Rottönen. Bei aller Liebe zum Garten in der Gesamtheit sind doch die Rosen die, die dann aufgrund ihrer Vielfalt, ob es jetzt Beetrosen, Strauchrosen
oder Kletterrosen oder Ramblerrosen sind. Also die bieten dann schon sehr viele Möglichkeiten, den Garten noch etwas interessanter zu gestalten. Besonders liebe ich die Ramblerrosen. Ich habe sogar bei einem Baum zwei verschiedene Ramblerrosen, wo zuerst die eine in einem hellrosa bis Weißton blüht und danach kommt eine zweite mit einem Rotton. Ich liebe aber auch die Strauchrosen mit ihrem Duft und mit ihrer Farbenvielfalt. Ich bin bemüht, den Garten so anzulegen, dass übers ganze Jahr immer etwas anderes blüht. Das heißt, die Vielfalt der Blüten erstreckt sich bei mir über das ganze Jahr, bis in den Herbst. Liebe scheint die Allgemeinrezeptur für diesen Traumgarten zu sein. Denn Peter Gall kommt nicht lange ohne ihn aus. Also mich macht mein Garten extrem glücklich und zufrieden. Und ich bedauere manchmal, wenn ich auf Urlaub fahre, weil es bei mir im Garten noch viel schöner ist. Sie ist eine der ältesten Kulturpflanzen auf der Erde und ich wage zu sagen, sie ist bei uns fast der neue Apfelbaum, die Feige. Warum? Weil sie durch das milde Klima bei uns extrem gut wächst. Ich erzähle immer folgende Geschichte. Als ich vor über 30 Jahren mit den ersten Gartentipps begonnen habe, war die häufigste Frage, wie überwintere ich die Feige? Heute ist die häufigste Frage, wie schneide ich die Feige? Wenn man sich diese Feige ansieht, die ist gut 10 Jahre alt und zu einem mächtigen Strauch, ja fast zu einem Baum geworden. Diese Blätter, wunderbar grün und ein typisches Zeichen, dass es dieser Pflanze hier gut geht. Früher sind diese Pflanzen immer zurückgefroren und daher hat man beim Setzen etwas gemacht, was man aber trotzdem noch unbedingt durchführen sollte. Nämlich, wenn man so eine Pflanze kauft, gut 10 cm tiefer setzen. Warum? Wenn sie einmal zurückfriert, dann treibt sie von unten wieder aus und man hat nach wie vor eine wunderschöne Feige. Aber aufpassen, der eine oder andere wird vielleicht als Urlaubsmitbringsel eine Feige aus Griechenland mitgenommen haben und sich gewundert haben, warum plötzlich nur Blätter, aber keine Früchte kommen. Warum ist das so? Diese Früchte wurden nicht befruchtet. In der Frucht selbst gibt es nämlich männliche und weibliche Blütenanlagen. Und damit es wirklich zu einer Befruchtung kommt, gibt es ein ganz spezielles Insekt, die Feigengallwespe. Sie schlüpft durch dieses winzige Loch in die Feige, verliert dabei die Flügel, befruchtet im Inneren die Feige, legt dann mehrere Eier ab, die neue Tierchen ergeben, sie schlüpfen aus, gehen zur nächsten Feige und so findet die Befruchtung statt. Das große Aber, diese Feigengallwespe gibt es bei uns nicht. Daher brauchen wir winterharte Feigen, die selbst fruchtend sind. Und da gibt es mittlerweile eine ganz, ganz große Anzahl. 70 verschiedene werden bei uns in Österreich mittlerweile im Handel angeboten, die ganz tolle und unterschiedliche Fruchtgrößen und einen ganz unterschiedlichen Geschmack haben. Beginnen wir zum Beispiel. Sultanine heißt eine Sorte, rötliche Frucht und ein saftiges Fruchtfleisch. Wunderbar süß, also herrlich. Oder eine grüne Frucht, die heißt Dalmatie. Interessant, das Fruchtfleisch ist rot. Und da sieht man sehr schön diese Blütenanlagen, die in Feigen drinnen ist und männliche und weibliche Blütenteile hat. Besonders interessant auch die Frucht Pastillère heißt die. Auch hier wieder ganz saftiges Fruchtfleisch. Das ist wichtig, dass man die Früchte wirklich erst dann erntet, wenn sie ganz weich sind, dann sind sie besonders köstlich. Interessant hier am Ende des Tisches die Longue d'Août, also die lange vom August. Auch ganz, ganz große Früchte und winterhart. Allerdings sind diese Sorten unterschiedlich winterhart von minus 5 bis minus 15 und minus 20 Grad. Also je nachdem, in welcher Gegend man zu Hause ist, sollte man da auswählen. Noch was Interessantes, eine Pflanze, die wirklich schön ist, Panaché, also die panachierte Feige, mehr Zierform, aber kann natürlich trotzdem, wenn sie dann wirklich reif ist, gegessen werden. Noch was Interessantes, Feigen kann man eigentlich in der Heimat im Süden dreimal ernten. Da gibt es die Frühlings-, die Sommer- und die Herbstfeige. Bei uns ist die Sommerfeige die häufigste. Die wird wirklich reif.
in einem sehr milden Jahr mit viel Sonnenschein gibt es auch noch die Herbstfeige. Manche der Feigen werden unter Glas gezogen. Da ist eine dritte Ernte, nämlich vom Frühling bis zum Herbst, möglich. Wie schneide ich nun die Feige? Auch eine Frage, die, wie gesagt, sehr oft kommt. Im Prinzip wie einen Obstbaum ableitend schneiden, wenn es zu groß wird, genau bei einer Astgabel schneiden, damit die Kraft in die neuen Triebe geht. Und man kann eine Feige wirklich sehr oft und sehr intensiv schneiden, denn sie wächst ganz, ganz stark. Noch was Schönes, die Feige hat fast keine Schädlinge. Dann und wann tritt eine Raupe auf, die die Blätter anfrisst. Da gibt es ein Bacillus thuringiensis Präparat, aber ansonsten hat man mit der Feige, was Schädlinge betrifft, keinerlei Probleme. Eine interessante Fruchtpflanze für unsere Gärten. So, wir schauen jetzt zur Uschi und zwar zu einer Pflanze, die auch in vielen Gärten zu finden ist, nämlich die Königskerze. Die wenigsten wissen, dass diese wunderschöne Wildpflanze auch einen Heilwert hat. Was für ein passender Name für diese wirklich stattliche und imposante Wildpflanze, Königskerze. Und wie sie aus der Historie zu diesem wunderschönen Namen gekommen ist, das gefällt mir auch. Man hat nämlich die abgeblühten langen Stängel einfach in Harz oder in Pech getaucht und sie dann eben für Fackelläufe verwendet, bei Sonnenwendfesten angezündet. Und was ich besonders schön finde, so bei den Aufgängen von Burgen und Schlössern waren da richtig eine ganze Allee voll mit diesen brennenden Königskerzen. Und natürlich war auch die Königskerze eine Art Zauberpflanze. Man hat sie für Schutzamulette verwendet und sie sollte Donner abwehren. Und ganz wichtig, deshalb pflanzt man sie heute noch in vielen Gärten links und rechts bei der Eingangstür. Sie sollte auch vor unliebsamen Gästen schützen. In Kräuterbuschen bildet die Königskerze nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe nach wie vor die sogenannte heilige Mitte. Man sieht, ich habe im August auch einen gebunden, der darf jetzt so dahin trocknen. Und auch bei mir sind zwei verschiedene Königskerzen drinnen, nämlich auch die kleinblütige. Und die kann man am besten erkennen, abgesehen davon, dass sie tatsächlich auch viel kleiner wächst. Aber beim Blütenvergleich, dann sieht man, sie hat eine dunkle Mitte. Wenn ich das so jetzt herhalte, sieht man jene der Kandelaber oder großblütigen Königskerze und die andere. Die Hildegard von Bingen hat diese Blüten in ihren alten Rezepten gegen Traurigkeit verwendet. Wahrscheinlich, weil sie so strahlen, weil sie so leuchten. Bei uns in unserer Volksmedizin und in meinen Hausmitteln, da findet vor allem die Blüte Anwendung als probates Hustenmittel, aber auch bei Problemen mit der Lunge und den Atemwegen. Früher hat man die gesamte Pflanze verwendet. Heutzutage nimmt man in erster Linie die Blüten und die wirken schweißtreibend, auswurffördernd, beruhigend und natürlich auch schmerzlindernd. Ein wichtiger Tipp, egal wie Sie die Blüten verwenden, zum Beispiel als Sirup, als Tinktur oder Tee, wenn Sie die Blüten einnehmen, immer daran denken, die haben feine Härchen und man muss die Flüssigkeit immer wirklich sehr gut abseihen. Bei äußerlicher Anwendung der Königskerze, zum Beispiel in einem Heilöl, bei Verbrennungen, müssen Sie auf die Härchen nicht Acht geben. So, jetzt aber zu meinem Rezept. Da verbinde ich heute die Heilkraft der Königskerze mit Genuss. Und ich bereite heute für Sie die Königsmilch für fröhliche Herzen zu. Deshalb auch die Herdplatte. Und wichtig sind neben der Blüte die Gewürze, denn auch die machen fröhlich, ein Topf. Zunächst einmal röste ich ohne Fett ein paar Gewürze an. Das sind Gewürznelken, ein paar Kardamomkapseln, eine Zimtstange und Gewürzblüten. Die sind besonders fein. Und da warten wir jetzt ganz einfach, bis sich der Duft ein wenig entfaltet. Und dann kommt Ziegenmilch dazu. Das duftet herrlich. So, die Milch. Ich nehme Ziegenmilch, weil sie beruhigend wirkt, angstlösend und auch die Zellerneuerung anregt, sagt ebenfalls die Wissenschaft. So, einrühren
leicht köcheln lassen und daneben kann man aber schon für ein bisschen Farbe sorgen. Wer mag, ein bisschen Kurkuma ist ja auch gesund. Und während das da langsam köchelt, übrigens sollte es nicht mehr als ca. 50 Grad bekommen, nehme ich einen zweiten Mörser und rühre mit etwas Milch 2-3 Fäden Safran an. Safran sollte immer extra in einem Mörser angerührt werden und kommt dann erst zum Schluss dazu. So. Macht auch wieder eine schöne Farbe. So, jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Ja, das passt auch ungefähr. Jetzt kommt der Kaltansatz dazu. Königskerzen, Blüten sollen immer wegen der wertvollen Schleimstoffe kalt angesetzt werden. Jetzt gebe ich so 1/4 Liter Königskerzentee dazu. Auch hier aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Herrlich. So, und ganz zum Schluss der Safran. Ein leichtes Antidepressivum. Und all diese wunderbaren Gewürze mit ihren Eigenschaften machen natürlich eine sehr bekömmliche Milch als Pausengetränk geeignet, zum Einschlafen geeignet. So, und jetzt muss ich sie eigentlich nur noch abseilen. Das können wir jetzt schon da herstellen. Abdrehen. So. Wer mag, kann natürlich auch süßen. Ein herrliches Getränk für Könige und Königinnen. Die Königskerze oder Verbascum, wie sie botanisch heißt, eine ganz fantastische Heilpflanze. Apropos Latein. Wir sind beim Gartenlatein und kommen zu zwei Begriffen, wo es um die Pflanzenvermehrung geht. Nämlich das Abmosen und den Absenker. Heute haben wir schon viel über die Feige gehört. Da ist zum Beispiel das Abmosen eine ganz fantastische Möglichkeit, Pflanzen, exakt wie die Mutterpflanze ist, zu vermehren. Man nimmt so einen Plastiksackerl, bindet es fest. Oben werden die Blätter abgeschnitten und dann kommt in das Sackerl hinein Moos oder ein Substrat, zum Beispiel eine Anzuchterde, ganz wenig, wird zusammengebunden und da drinnen bilden sich dann Wurzeln. Und das Schöne daran ist, nach 2-3 Monaten hat man eine Pflanze, die genauso wie die Mutterpflanze ist. Und genauso funktioniert der Absenker. Im Freien draußen zum Beispiel beginnt man da im Spätfrühling damit, den Ast genau in die Erde hineinlegen, mit einem Bügel befestigen und auch an dieser Stelle wird die Pflanze Wurzeln treiben. Und nach wenigen Monaten hat man eine zweite, völlig idente Pflanze. Solche Absenker lassen sich mit den unterschiedlichsten Pflanzen machen, zum Beispiel mit den Brombeeren, aber auch Himbeeren oder ganz besonders ideal bei Ribiseln, Johannisbeeren. Die lassen sich durch Absenker besonders leicht vermehren. Da gibt es übrigens noch einen Trick, dass man den Ast ein wenig einschneidet und ein Weizenkorn hineinklemmt, dann ist die Bewurzelung noch rascher. Das Abmosen funktioniert bei vielen Pflanzen. Das ist ähnlich wie ein Steckling, den man extra in die Erde steckt, aber der an der Pflanze bleibt. Zum Beispiel beim Gummibaum als Zimmerpflanze oder beim Ficus Benjamin oder bei der Schefflera, lauter Zimmerpflanzen, die mit so einer Abmoosmethode vermehrt werden können. Feigen gibt es hier auf der Gartentullen in vielen Gärten. Ein besonders schönes Exemplar steht im Bibelgarten und um den kümmern sich jetzt die Gärtnerinnen. Die Gestaltung dieses Gartens mutet zwar mediterran an, richtet sich aber nach Themen aus der Bibel. Über ein Eingangstor betritt man diese Welt und kommt in einen schmalen, kargen Bereich, der die Wüste im Alten Testament charakterisiert. Hier gibt es lediglich Kübelpflanzen und einen Quellstein. Der Wein als Thema ist die am häufigsten erwähnte Pflanze in der Bibel. Die Weinstöcke sind als Begrenzung entlang eines schlichten Holzstaketenzaunes gepflanzt.
Symbolisch wird auch ein Feld mit Weizen und Gerste bestellt. Diese Früchte des Feldes dienten als Tempelgabe und Zahlungsmittel. Und er ruhte am siebenten Tag. Ein Leseplatz als Ort der Ruhe. Die Feige oder vielmehr das Feigenblatt, ein häufig genutztes Symbol. Der breite Teil des Bibelgartens stellt in seiner Üppigkeit das fruchtbare Hochland dar und entspricht dem Neuen Testament. Hier finden wir als Pflanzen mit Bibelbezug zum Beispiel die Maulbeere, den Granatapfel als Symbol der Fruchtbarkeit, den Mandelbaum als Zeichen für den beginnenden Frühling, ein Spiegelbild der Bewunderung der Schöpfung. Darin spiegelt sich ein Olivenbaum, dessen Zweige stehen für Frieden, neues Leben und Hoffnung. Die Palme als wichtigster Rohstoff und Nahrungslieferant der Wüstenvölker. Eine Steinmauer bietet Schutz, erinnert aber auch an die Klagemauer. Im Zentrum ein kreisrunder Platz mit 4 Zugängen und 12 Holzstämmen. Sie stehen für die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel und umrahmen das Fischmosaik. Der Fisch als Zeichen der ersten Christen. Der Bibelgarten. Eine symbolträchtige Umgebung für die erholsame Gartenarbeit. Wann immer eine Gartenfrage auftaucht, wir sind für Sie da am Natur im Garten-Telefon. Einfach anrufen von Montag bis Freitag und alle Ihre Gartenfragen werden beantwortet. Da taucht jetzt im Herbst oft die Frage auf, was ist eine Gründüngung? Gründüngung ist etwas ganz Besonderes im Naturgarten. Man sät sie aus, um nackte Erde zu bedecken. Denn in der Natur gibt es keine unbedeckte Erde. Außerdem ist die Gründüngung eine ideale Möglichkeit, um das Bodenleben zu aktivieren und Humus aufzubauen. Welche Pflanzen verwendet man? Bei schweren Böden, zum Beispiel Ölrettich. Eine Pflanze, die besonders tiefe Wurzeln bildet und damit den Boden lockert. Oder Tagetes. Bekämpft die schädlichen Nematoden. Wunderbare Pflanze im Naturgarten und zum Gründüngen ist die Phacelia, die sogenannte Bienenweide oder der Bienenfreund. All diese Pflanzen bleiben bis zum Frühling am Beet stehen, sie frieren ab und sorgen dafür, dass der Boden geschützt ist. Die Erosion wird damit verhindert, das Abschwemmen von Erde wird verhindert und der Boden bleibt locker. Das Material, das im Frühling noch wie ein Teppich drauf liegt, bleibt am Beet liegen, wird nur aufgerissen und es wird sofort gesät und gepflanzt. Also eine ideale Möglichkeit, um den Boden zu schützen und Humus aufzubauen. Wenn Sie mehr über Natur im Garten wissen wollen, dann klicken Sie rein ins Netz naturimgarten.at. Alle Rezepte sind dort zu finden, zum Beispiel auch die Rezepte, die uns die Uschi heute gezeigt hat. Und Sie können gewinnen. Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen. Die Gewinnfrage dreht sich heute rund um die Feige. Warum sollte eine Feige bei uns nicht nur winterhart sein, sondern auch selbstfruchtend? Was fehlt hier bei uns? Mehr Informationen zum Thema Garten gibt es auch in der ORF-Nachlese. Und das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Garteln. Es ist soweit, geht schon. Schauen wir sich hier diese Feige an. Da schauen wir sich hier. Psst. Nutzt nichts, gleich noch mal. Achtung, Wespe. Die Feigengallwespe. Nicht aus Grom. Ja. Genau. Noch mal. Ist es kurz gewesen? Das war ein bisschen lang. So, jetzt haben wir es.